Ja, hallo, hier ist wieder der Roland von Betzmann Galvanik. Heute geht es um das Thema Vergoldung von Münzen. Ich habe jetzt also hier jemand, möchte 2-Euro-Münzen vergolden lassen als Geschenk. Ist eine coole Idee, sieht auch was aus. Die erste Frage ist: Darf man das? Ja, sagen viele immer: Oh, darf man? Die D-Mark, die war noch Eigentum des Staates. Ja, und das war das Verfälschen von Münzen eine Straftat. Natürlich, wenn ich das unter der Hand mache, dann ist das, dann interessiert es ja auch keinen. Aber wir gehen ja um die offizielle Sache raus. Wenn jemand was vergoldet, möchte es ja auch verkaufen. Und jetzt haben wir den Euro und der Euro gehört nicht mehr dem Staat. Ja, da ist irgendwie, geht man davon aus, nach dem BGB. Und ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es nicht so ist. Aber es ist so, dass der Eigentümer bzw. der Besitzer dieser Münze, das bin ich, weil sie mir jetzt gehört. Und dann darf ich damit tun und lassen, was ich will. Deshalb kann ich es jetzt auch vergolden. Beziehungsweise im Auftrag eines Kunden. Was brauchen wir dazu? Einmal den Entfetter, einmal den Aktivator und am Schluss wieder Gold. Gut, wenn wir gebrauchte Münzen haben, die jetzt natürlich hier schon irgendwo in den Rillen verschmutzt sind, verdreckt sind, oxidiert sind, natürlich vorher richtig schön sauber polieren mit Mikrofasertuch und so weiter. Alles, was uns da an Möglichkeiten besteht, dass wir halt am Schluss eine hochglänzende Münze haben, beziehungsweise so wie es der Kunde dann halt haben möchte. Wir spülen mit destilliertem Wasser durch. Ich nehme jetzt hier mal so einen Deckel, dann lege ich es nicht mehr auf die Wanne, weil jedes Mal, wenn ich es auf die Wanne lege, kommt es halt wieder mit anderen Elektrolyten vielleicht in Kontakt, die da noch rumschwimmen, deshalb sauber arbeiten. Also ich nehme zuerst den Entfetter, Pluspol, Elektrode, Edelstahl, Stoffpad, Bauschicht jetzt in dem Fall. Ich habe auch mehrlagige. Das Minus klemme ich an. Ich habe 6,4 Volt jetzt hier und die Amperezahl, die wird sehr gering bleiben, weil der Entfetter, also das Hauptaugenmerk halt auf die Entfettung liegt und nicht auf den Strom. Deshalb spielt es jetzt hier keine Rolle. Man sieht hier so 0,1 Ampere. Das ist schon vollkommen okay. Immer mal durchwechseln, da wo die Minusklemme gesessen ist. Und an der Seite in die Ränder und in die Ritzen, da kommen wir auch gut hin. Also hier ist wichtig, dass die Oberfläche gut entfettet wird. Weniger wichtig, wie viel Strom hier durchläuft. Deshalb kann man es auch natürlich auf 15 Volt machen, wenn man das mag. Ich kann auch hier wie eine Art Bartgalvanik links und rechts Minus und Plus einhalten. Und habe hier quasi auch den gleichen Effekt. Wenn man sich im Internet so mal ein bisschen durchgoogelt, findet man unheimlich viele Sachen über, wie vergolde ich eine Münze. Und was mich am meisten wundert, ist, dass es sehr viele Tipps gibt, die aber alles da gar nichts mit Vergolden zu tun haben, sondern nur irgendwelche chemischen Reaktionen hervorrufen, dass sich die Oberfläche von Kupfer oder von Messing oder so in Gold verfärben. Ja, dann frage ich mich: Warum vergolde ich es nicht gleich? Es ist doch viel einfacher, als dass ich hier mit Chemie rumhantiere und irgendwelche Tricks mache. Ich will ja auch, wenn ich mein Auto rot lackiert habe, streiche ich es ja nicht grün und dann blau und hoffe, dass irgendwann mal rot rauskommt. Also, naja, gut, das ist auch so eine Geschichte. Also, mit Wasser spülen. Man sieht jetzt, es ist schön entfettet. Die Oberfläche perlt das Wasser sauber ab. Jetzt nehme ich den Aktivator, der die Oxidschichten entfernt von den nickelhaltigen Legierungen. Da gehe ich mit der Spannung ein bisschen runter, weil der Aktivator, der könnte auch Flecken verursachen, da muss man aufpassen, wenn es nicht aktiviert werden soll oder braucht. Ja, man sieht, es wird ein Tickchen dunkler da in der Mitte, wo das Messing ist.
immer die Klemme auch mit. Jetzt vergolden wir 8 Gramm Gold. Wie gesagt, ich habe auch ein 12 Gramm Produkt. Je mehr Gold natürlich in der Lösung ist, desto schneller ist die Abscheidung. Ich habe jetzt hier wieder den Handgriff Plus. Platin-Elektrode. Mach das mal so einen Becher über dem Ding. Was mir jetzt hier an Gold runterläuft, kann ich wieder zurückschütten. Also ich habe jetzt ungefähr 5 Volt. Das reicht bei so kleinen Sachen aus. Das Minus habe ich dran. Fahre jetzt hier einmal drüber. Und jetzt weiß ich, woher das Problem kommt. Wenn jemand ein bisschen aufgepasst hat, dann sieht er, dass da hinten nämlich die Kabel auf Entchromen umgestellt sind. Und das passiert selbst mir immer mal wieder, dass ich den Handgriff immer Minus hab nach dem Entchromen und danach nicht mehr umstecke und dann passiert halt sowas. Spätestens beim Vergolden merkt man, dass man sagt, oh, da geht ja gar nichts drauf. Jetzt müssen wir gucken, ob die Flecken weggehen, die gehen auch weg. Also man sieht jetzt live dabei, dass man da eigentlich keine Fehler machen kann. Wenn ich selbst jetzt mit dem Handgriff auf Minus gesteckt versuche zu vergolden, dann habe ich halt keine Reaktion. Höchstens mal einen kleinen Flecken, weil das Messing ist. Aber auch der geht weg. Beim Vergolden von Münzen und dekorativen Gegenständen ist die Vergoldung, die Goldschicht, die Dicke, nicht so gravierend. Das soll ja eigentlich nur zur Dekoration, zur Ansicht dienen. Und da reicht es eigentlich, wenn man es normal einfach nur vergoldet. Wenn man jetzt Dinge beschichtet, die im Alltag benutzt werden, dann entsprechend dicker beschichten. Gut, machen wir noch einen. Und hier sieht man jetzt auch den Unterschied von einem matten 2-Euro-Stück, der halt schon länger im Umlauf ist, im Vergleich zu einem neuen 2-Euro-Stück, der noch richtig glänzt. Ja? Und der Untergrund, der bestimmt meistens die Beschaffenheit vom Gold, also den Glanzgrad. Matte Oberfläche, mattes Gold, glänzende Oberfläche, glänzendes Gold. Also mit der Beschichtung werden wir hier großartig keinen weiteren größeren Glanzeffekt erzielen, sondern einfach die Oberfläche wird sich so widerspiegeln, wie sie vor der Beschichtung war. Deshalb ist halt immer die Frage vorher, muss es poliert werden, soll es poliert werden? Wie soll die Oberfläche nach dem Beschichten aussehen? Auch nochmal ein Tipp von mir. Das ist natürlich jetzt ein Gebrauchsgegenstand, keine neue Münze. Und da ist natürlich auch immer so, dass man natürlich dann nicht genau hinschaut und sagt, ah, das ist hier, da sind leichte Kratzer drin auf der Oberfläche. Und nach dem Vergolden schaut man sich das halt immer genauer an. Ja, auch die Kunden, die mit dem 2-Euro-Stück kommen und sagen dann nach der Vergoldung, hier noch ein Kratzer und da noch ein Kratzer, habe ich jetzt zwar noch nicht gehabt, es gibt schon sehr penible Kunden auch, das ist klar, wobei natürlich ein richtiger Münzsammler, wenn er was nachvergolden oder nachversilbern lässt, natürlich meistens eine perfekte Münze anliefert, gell? Aber wenn man mal also aus dem Portemonnaie einfach eine Münze sich besorgt, dann sollte man vorher schon selber, bevor man den Auftrag gibt, einfach die Münze checken und sagen, ist die jetzt in meinem Sinne, die Oberfläche in meinem Sinne, oder muss man da noch was machen? Also hier sauber vergoldet. So, das war's. Wünsche euch eine schöne Zeit. Bei Fragen, wie gesagt, WhatsApp, Messenger, Facebook im Internet zu finden oder www.betzmann-galvanik.de. Ich selber werde immer fleißig kopiert von dem Herrn aus Regensburg.
und werde jetzt nach und nach meine eigene Firma auf Betzmann Galvanien umändern. Dann gibt es hier keine Verwechslungsgefahr. Meine Lizenznehmer sind natürlich weit unter Real Gold, Hamburg, Berlin, Baden, im Ausland, in Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg und so weiter erreichbar. Das war's. 24 Karat Vergoldung. Bis dann.